Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Meppen gegen FC St. Pauli 2. St. Pauli 2 gewinnt das Spiel mit 4:3 am Ende vor 6.189 Zuschauern. Ich bitte beide Trainer um ihr Fazit. Der Gästetrainer Gerhard Ostermann hat zuerst das Wort. Ja, vielen Dank und guten Tag von meiner Seite aus. Ja, gerade in der Schlussphase ein sehr intensives, sehr emotionales Spiel, wie ich finde, was in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Aus unserer Sicht natürlich unnötig, weil ich glaube, dass wir über weite Strecken schon die Spielkontrolle hatten, wenn auch nicht immer den Ball, aber zumindest die Spielkontrolle. Und wenig zugelassen haben, bis auf erste Halbzeit, so eine Phase von 10, 15 Minuten, wo Meppen dann gedrückt hat. Aber ich glaube, die Halbzeitführung von 2:1 war nicht unverdient. Und auch nach der Pause, als wir den Vorsprung erhöht haben, hatten wir eine gute Kontrolle, aber man weiß natürlich, wenn eine Mannschaft wie Meppen mit einer hohen individuellen Qualität und dann auch mit einer Wucht im Hintergrund von vielen, vielen Zuschauern im Stadion, wenn da eine Situation mal in die falsche Richtung für uns ausschlägt, dass dann natürlich alles steht und da vieles passieren kann. So, wenn statt das 3:3 und wie ich dann schon sagte, hätte es in alle Richtungen ausschlagen können. Ich äußere mich normalerweise nicht Richtung Schiedsrichter, aber ich finde schon, dass so bei den ersten beiden Gegentoren im Vorwege klare Foulspieler unsere Spieler waren. In der ersten Halbzeit Niki Jessen, woraus dann auch das 1:1 entsteht. Und bei dem 2:1 sicherlich ein wunderschöner Treffer, der aber aus meiner Sicht nicht hätte zählen dürfen, weil vorher ein Spieler von uns da einmal runtergerissen wurde, der eigentlich den Ball auch hätte verteidigen können. Und ja, so entsteht natürlich nachher eine Dynamik in dem Spiel, die wir uns nicht gewünscht haben. Aber wenn man dann auswärts in der Schlussphase noch 4:3 gewinnt und mit dem Abpfiff das Tor schießt, dann sind das natürlich positive Emotionen, die wir da mitnehmen und vor allem die drei Punkte, die wir gerne mitnehmen. Vielen Dank. Adrian, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es ist natürlich so eine extrem ärgerliche Niederlage. Vor allem halt ja auch eine unnötige Niederlage. Wir wussten, was uns für eine Stärke heute erwartet. St. Pauli ist komplett im Flow. Spielen ist jetzt überragend im Jahr 2024. Wir wussten genau, was auf uns für Tempospieler zukommen, wie die Tiefe belaufen. Das ist dann halt auch alles angesprochen worden und nichtsdestotrotz sind einfach die ersten beiden Gegentreffer massiv ärgerlich, die in Kontersituationen oder Auskontersituationen entstehen. Und beim ersten haben wir eine Ecke, aus dieser Ecke für uns entsteht dann das 1:0, wo Lee dann sensationellen Tempolauf hat, wo wir hinten einfach nicht in der Sicherung gestanden haben, wie es dann im Vorfeld angesprochen war. Beim zweiten Gegentor, also wir erzielen dann kurz danach das 1:1. Eigentlich aus dem Nichts, weil wir waren nicht so gut im Spiel, hatten viele Fehlpässe, viele unnötige Fehlpässe drin, wo wir dann auch immer wieder investieren mussten, um den Ball zurückzuerobern. Kassieren dann das 2:1 gegen uns, weil wir auf Abseits spielen und auch das ist total ärgerlich gewesen. Auch hier haben wir es anders besprochen, wie wir es defensiv lösen wollten und nichtsdestotrotz haben wir dann jetzt in dieser Saison schon ein paar Mal gezeigt, dass wir mit Rückständen umgehen können, wollten wiederkommen und ja, ziehen dann das 3:1 oder das 1:3 gegen uns in der zweiten Halbzeit. Und da muss ich aber trotzdem meinen Jungs erstmal ein ganz großes Kompliment aussprechen. Unser Kader, wo ich bis jetzt noch nicht einmal drauf eingegangen bin, der ist sowas von ausgedünnt. Wir haben so unfassbar viele verletzte Spieler. Jetzt kommt da noch eine Sperre mit dazu. Das ist der Wahnsinn. Woche für Woche kriegst du an einem Tag vorher einen Anruf, dass es dann bei dem einen oder anderen dann doch nicht funktioniert, die dann auch noch wegbrechen und wie du dann, obwohl du das Spiel Holstein Kiel unter der Woche in den Knochen hattest, wo du auch ein 1:3 egalisiert hast, dann jetzt nochmal zum 3:3 kommst, dann musst du dich einfach dafür auch belohnen. Da einfach Riesenkompliment an die Jungs und dann kriegst du in der Umschaltsituation, obwohl du hinten in der Überzahl bist, kriegst du dann das 3:4 mit dem Abpfiff und das ist dann halt wahnsinnig ärgerlich. Hier ist eine identische Situation, wie wir in der Woche dann noch in der Videoanalyse hatten, wie wir es dann eigentlich machen wollten, deswegen ist es umso ärgerlicher, aber jetzt stehen wir dann halt mit komplett leeren Händen da, anstatt dass wir einen guten Punkt mitnehmen für die Moral und
Wir müssen da jetzt gucken, dass wir das Ganze aufarbeiten, dass wir es heute mitnehmen, weil es einfach auch weh tut. Aber wir werden es dann auch abschütteln und gucken, dass wir in der nächsten Woche dann wieder funktionieren und dann hoffentlich auch auf die Siegesstraße kommen. Euch viel Erfolg für die restlichen Spiele. Spielt bis jetzt eine tolle Rückrunde und kommt gut heim. Gibt es noch Fragen? Ich würde die beiden Trainer einmal kurz um eine Einschätzung zu den beiden Platzverweisen bitten. Wie habt ihr das gesehen, wahrgenommen? Herr Ostermann? Das war jetzt alles so etwas weit entfernt. Also ich habe da nicht wirklich viel gesehen. Das war Rangelei im Vorwege, wie sie immer mal im Strafraum vorkommt. Und ich glaube, ja, ein Foulspiel, ein ganz normales Foulspiel vom Meppener Spieler. Und mehr konnte ich da auch nicht sehen. Also für mich war das jetzt nicht irgendwie rotwürdig auf beiden Seiten. Wir haben im Vorfeld das Foulspiel begangen, sodass es auf jeden Fall einen Freistoß für St. Pauli geben muss. Was danach an Rangelei passiert ist, habe ich in dem Moment eigentlich nicht darauf geachtet, weil ich mich zu dem Zeitpunkt zu Putti umgedreht habe und mit ihm dann eine Situation besprechen wollte. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern und den Gästen wünsche ich eine gute Rückreise. Dankeschön.